Inzwischen konnte ich die Isolationshaft verlassen und bin nun in einer Zelle mit 21 anderen Frauen. Immer zwei von uns teilen sich ein kleines Zimmer und wir haben eine Gemeinschaftsküche und einen Hinterhof, komplett aus Stein. Pflanzen sind nicht erlaubt, nicht einmal Erde. Die Gefängnisnahrung ist schwer verdaulich für mich, da ich an chronischen Darmproblemen leide. Aber die Frauen in meiner Zelle tun ihr Bestes, um mir zu helfen. Ich esse hauptsächlich Brot und Joghurt. Die hygienischen Zustände hängen von uns Gefangenen ab. Die weiblichen Gefangenen sind speziell sensibel dafür. Wir kaufen mit unserem eigenen Geld Reinigungsmittel und putzen die Zelle mehrfach täglich. Die Gefängnisverwaltung hat vor einem Monat sämtliches Reinigungsmaterial einsammeln lassen. Hier ist alles ein Kampf und ein Problem. Der Gang zur Krankenstation, um meine Medikamente zu bekommen, Kleider zu erhalten von meinen Besuchern, Bücher zu bekommen. Bedingt durch den Ausnahmezustand und da ich weder Brüder, Schwestern, Ehegatten noch Kinder habe, kann mich nur meine Mutter besuchen. Für eine 72 Jahre alte Frau ist das eine enorme Belastung. Wir haben einen Fernseher in unserer Zelle, aber keinen Internetzugang. Ich habe das Recht erhalten, jede zweite Woche meine Mutter anzurufen. Meine einzigen Besucher sind also Anwälte und meine Mutter. Ich spreche mit meiner Mutter getrennt durch zwei Glasscheiben über eine Telefonanlage. Das Gespräch wird mit Sicherheit aufgezeichnet. Mit meinen Anwälten kann ich frei sprechen. Die ersten zwei Tage waren die Aufseherinnen ziemlich rüde zu mir. Der Grund dafür: auf meiner Zellentüre stand PKK. Inzwischen habe ich meinen Namen zurückerhalten: Asli Erdogan. Sie sind jetzt freundlicher, aber Privilegien habe ich keine und ich will sie auch nicht.